Flo, eine sehr gute Leistung heute. Ihr wart zwei Deutsche im Halbfinale. Du hast jetzt die letzten Jahre in München nicht gespielt. Sag den Fans einfach mal, wie sich das jetzt anfühlt, für dich im Finale zu stehen. Ja, hätte ich natürlich nie erwartet vor dem Turnier. Und heute war eins meiner besten Matches, habe unglaublich aufgeschlagen. Ich glaube, der Philipp hat auch ordentlich gespielt. Und bei mir lief einfach sehr viel zusammen heute. Bin überglücklich, jetzt hier im Finale zu stehen. Hätte ich nie gedacht natürlich. Und ich versuche morgen noch einen draufzusetzen. Und mit der geilen Unterstützung hier, vielleicht klappt es ja. Genau, die Zuschauer haben also wirklich beide Spieler sehr, sehr gut unterstützt. Das muss man ganz klar sagen. Der Applaus ist sicherlich auch verdient. Du hast gestern ein sehr, sehr kraftraubendes Match gespielt gegen Grigor Dimitrov aus Bulgarien und hast jetzt auch einen langen Weg beim Turnier schon hinter dich. Wie sieht es körperlich aus? Du hast jetzt ja auch ein bisschen Pause morgen bis zum Finale. Das Finale ist um 15 Uhr. Ja, heute früh beim Aufstehen habe ich gedacht, oh, das wird schwer. Aber ja, ich wusste, je länger das Match halt dauert, desto schlechter sind meine Chancen. Und von daher hat es mir das Wetter auch ein bisschen geholfen, dass mein Aufschlag gut kam und viele schnelle Punkte heute waren. Du hast ja insgesamt dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr. Hast das Jahr auch sehr gut begonnen, zum Beispiel mit dem Halbfinale in Sydney und im Halbfinale auch in Zagreb. Würdest du sagen, dass dieser Start ins Jahr dir auch geholfen hat, jetzt in den Wochen danach so gut zu spielen mit viel Selbstvertrauen? Ja, natürlich. Das hilft immer. Wenn man Matches gewinnt, gute Ergebnisse erzielt, stärkt es natürlich Selbstvertrauen und das hilft immer, so eine gute Leistung. Wunderbar. Jetzt gibt es noch die letzte Frage, damit kannst du dann noch in die Umkleide gehen und dich ausruhen. Ein Wunsch für morgen? Als Gegner. Nein, ein Wunsch. Kann ja sein, tolles Zuschauerpublikum, tolle Unterstützung, tolles Wetter, was du willst. Einfach gewinnen, egal wie. Alles klar. Applaus für Florian Mayer. Flo, vielen Dank. Und die Quizfrage am heutigen Tag lautet: Der Hauptsitz der Atlantic Lux Lebensversicherung ist Luxemburg. Was ist denn das Kfz-Länderzeichen für Luxemburg? L ist natürlich richtig. Ihr beiden dürft nach vorne kommen, du darfst auch nach vorne kommen. Ihr habt was gewonnen. Und den Ball, den werfen wir natürlich vorm Zelt in die Höhe. Und der ihn fängt, darf ihn behalten. Ist heute ein großer Ball mit Unterschrift auch von Florian Mayer.